Beeindruckend, was der Lange hier leistet. Seine Zweikämpfe mit Jürgen Werner wieder beeindruckend. Und jetzt müsste er mal, wenn er noch öfter hält, noch eine gelb-rote Karte geben. Man muss jetzt fairerweise sagen, dass die Attacken des Jürgen Werner wirklich unsportlicher werden, immer mehr. Schauen Sie, wie er hier Hasenhüttl am Leiberl zu Boden reißt. Das müsste auch Herr Grabherr sehen. Und gelb hat Jürgen Werner schon, für mich keine Frage, dass solche Attacken mit gelb-rot zu bestrafen sind.